Jeder bekommt ein Tablet, ja, jeder bekommt Speed-Internet durch wie auch immer, ja, Satellit spult es zu. Glaubst du, damit alleine ist dann das Thema Bildungsgerechtigkeit erledigt? Ist das die Lösung? Nein. Also tatsächlich muss ich da auch noch mal widersprechen. In Köln, wo du lebst, ist das so. Ich, wo ich auf dem Land lebe, waren nicht die Geräte das Problem, sondern unsere kleinen Kupferkabel. Ja? Denn ihr habt hier 5G und ihr habt hier Glasfaser oder sonstige Netze. Wir auf dem Land können zugucken, wie unten der Balken läuft, wenn wir eine E-Mail ohne Anhang versenden. Ne? Und da muss man ganz einfach sagen, das war das Problem, was wir vor Ort hatten. Ich hoffe wirklich, dass der Aufbau der Glasfasernetze jetzt auch wirklich schnell vorangeht. Also bei uns ist es nicht an den Geräten gescheitert, sondern daran, dass wir Schülerinnen und Schüler hatten, denen es technisch nicht möglich war, an einer Videokonferenz teilzunehmen.